nach einem zweiten. Tag heftiger Gefechte ist es den US-Marines gelungen, die nordkoreanischen Streitkräfte aus Seoul zu vertreiben. Da bald eine weitere Division eintreffen soll, besteht große Hoffnung, dass die Region bald wieder Frieden und Stabilität erfahren wird. Wieso wird einer verschont und der andere nicht? Bis heute weiß ich keine Antwort. Aber der Tod holt uns alle. Irgendwann. Wenn in 4 Stunden mehr als 6.000 Männer sterben, ist ein Todesfall nur noch eine Nummer. Ich wusste nur, dass mein bester Freund fort war. Ein Teil von mir wünschte, es hätte mich getroffen. Die Toten haben ihre Schuld beglichen. Jetzt sind die Lebenden an der Reihe. Wir verabschieden uns von Private William Robert Irons. Es war meine Ehre, dass er unter meinem Kommando stand. Der Wert eines Lebens wird durch den Einfluss bestimmt, den es auf andere hatte. Daran gemessen war Private Irons einer unserer Besten. Schön. Oh, das war ja ein krasser Auftakt, ey. Wahnsinn. Ich bin gespannt, will ich mir schon vorstellen, dass er jetzt zu seinem Vater geht, in die Privatarmee, oder... Was folgt jetzt? Atlas. Er hinterlässt Familie, Freunde, Marines-Kollegen und eine dankbare Nation. Bisschen schlecht aus, wenn ich ehrlich bin. Also jetzt im Vergleich zu vorhin. Außer das Holz sieht gut aus. Oh, wo ist denn der Arm? Tut mir leid, Mitchell. Will war einer der Besten. Kümmern uns umeinander. Wenn du was brauchst... Verzeihung, Private Mitchell. Jonathan Irons, Wills Vater. Mr. Irons, es tut mir sehr leid, Sir. Das glaube ich, Sergeant. Private Mitchell, Sie waren Wills bester Freund. Sie haben beide einen zu hohen Preis für Ihr Land gezahlt. Es war eine schreckliche Tragödie, Sir. Das war nicht nur schrecklich, Sergeant. Es war auch unnötig. Junge, ich biete Ihnen eine zweite Chance. Mr. Irons... Mitchell wurde entlassen mit seinen Verletzungen. Ich weiß von seinen Verletzungen, Sergeant. Bei Atlas haben wir Prothesen, die denen des Militärs 20 Jahre voraus sind. Will sagte mir, was für ein Soldat sie sind. Sie sollten für ein Militär kämpfen, das ebenso effektiv wie sie ist. Erwägen Sie es. Wills Tod sollte nicht umsonst sein. Sergeant? Charaktermodelle sehen aber richtig gut aus. Okay, diesmal weiß jeder, was zu tun ist. In Position gehen. Okay, das war cool. Camp David? 2 auf der Terrasse. Korrigiere, 3. Du bist dran, Mitchell. Schalte sie aus. Ein Runner. Und umgefallen. Zur Küche. Was ist mit dem da hinten?
Atlas 01. Wir registrieren den Präsidenten. Medienraum Südflügel. Verstanden, Prophet. Wir sind drin. Mitchell, wirf eine Warngranate. Auf sie. Sicher. Ist ja schon fast zu einfach. An der Tür aufstellen. Wir machen das leise. Stummladung bereit machen. Mr. President, wir sind ein Atlas-Rettungsteam. Können Sie sich authentifizieren? Zulu Tango. Okay, den Kopf unten halten und ganz nah bleiben. In Ordnung, Junge. Prophet, wir haben das Paket. Begeben uns zur Evakuierung. Verstanden, Atlas 01. Auf zur nördlichen Zugangsstraße. Registrieren Drohnen auf der hinteren Veranda. Lass sie vorbei. Fangen wir denn an? Pool ist gesichert. Sieht so aus. Patrouille nähert sich. Runter! Ab in den Dreck. Nicht angreifen. Einfach vorbeilassen. Wir wollen noch mal gucken. Präsident, kriegt das auch alles über Funk mit? Prophet, wir nähern uns der nördlichen Zugangsstraße. Wie ist der Evakuierungsstatus? Transporter kommt schnell rein. Ankunft in einer Minute. Wir müssen uns eingraben, bis unser Fahrzeug da ist. Haltet sie auf! Atlas 01, Evakuierung ist gleich da. Los, los! Da ist unser Gefährt! Mitchell, bring den Präsidenten rein! Mitchell, die Tür! Nein. Schlampig, Mitchell. Du bist ein toter Mann. Zurücksetzen! Keine Entschuldigung für Ausrüstungsversagen. Die beste Waffe ist die zwischen deinen Ohren. Benutze sie. Simulation wird zurückgesetzt. Alle zurück auf Anfangsposition. Das war sein Arm, Sir. Ich wusste, es ist zu früh. Dieser Arm ist mir mehr wert als die gesamte Anlage. Wie geht's meinem Jungen? Wir arbeiten noch daran. Dann arbeitet weiter. Er ist ein toller Soldat. Wahrlich ein trauriger Tag, wenn das Militär keine Verwendung für gute Männer wie dich hat. Spring rein. Machen wir eine Tour. Kevin Spacey ist so cool. Ladies first hier, oder was? Du mal vorgehen.
Joker, wir bringen Mitchell zur Forschung. Bereitet die Simulation für einen weiteren Durchlauf vor. Okay, Boss. Du siehst hier fortschrittliche Kriegsführung. Atlas hat das größte stehende Militär der Welt. Aber wir unterstehen keinem Land. Im Gegensatz zur Regierung zeigen wir offen, wozu wir fähig sind. Wir verkaufen keine Politik, sondern Macht. Wir sind eine käufliche Supermacht. Macht bedeutet nicht nur die Fähigkeit zu zerstören. Atlas hat Infrastruktur an Orten gebaut wie Korea, Sierra Leone und Nigeria. Wir schaffen in ein paar Jahren, wozu Regierungen Jahrzehnte brauchen. In Wahrheit sind wir oft effektiver als die Regierungen, die uns beauftragen. Wie mein Sohn auf schmerzliche Art erfahren hat. Du machst das nicht für Geld. Daran erinnerst du mich sehr, Anwar. Jetzt reparieren wir den Arm. Also gut, hier drüben. Eins hätte ich ins Herz geschlossen. Lass es dir nicht zu Kopf steigen. Wir haben zwei Arten von Exos. Angriff und Spezialist. Beide haben jeweils eine primäre und eine sekundäre Fähigkeit. Der Angriffsexo ist mit Boostsprung ausgestattet, sowie mit Schall gegen Menschenmassen. Der Spezialisten-Exo, den du trägst, hat einen eingebauten Schild, sowie einen Overdrive. Die Techniker erwarten dich. Lass das Ding reparieren und triff mich hier draußen. Schild ist auch cool. Hallo, Mitchell. Sehen wir uns den Arm mal an. Bitte, hier herüber. Na los, legen Sie den Arm auf den Tisch. Legen Sie Ihren Arm auf den Tisch. Okay, ich lasse eine Diagnose durchlaufen. Versuchen Sie bitte, Ihren Arm zu bewegen. Ich nehme eine kleine Änderung vor. Moment. Okay, nochmal bitte. Ich denke, ich erkenne das Problem. Noch einmal bitte. Ah, das sieht besser aus. Alles klar, fertig. Aber ich empfehle einige Schießübungen, um die Kalibrierung zu testen. Dann vielen Dank. Werden wir machen. Auf zum Schießplatz. Er hat den Angriffsexo. Wir armen Schweine haben keine Chance. Kriegen ihn aber noch auf den Boden. Mit drei Mann. Oder auch nicht. Was für eine Choreografie hier. Haben die bestimmt viel Spaß gehabt in den Motion Capture Studios. Gib mir mal die Rechte hier.
Du schon wieder, Ilona. Willst du was beweisen? Muss ich nicht. Ich bin schon auf Platz 1. Dein Exo ist mit einem Overdrive ausgerüstet. Setz ihn ein, um einen taktischen Vorteil zu erlangen. Die Overdrive-Batterie leert sich schnell. Setz ihn also sparsam ein. Geh an die Station, wenn du bereit bist. Und wie benutzen wir Overdrive? Aktiviere Zieltraining. Starte Runde 1. Overdrive einsetzen. Zeitlupe. Starte Runde 2. Besser. Du musst mit den variablen Granaten üben. Ja, die habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Licht. Boss, die Simulation ist jetzt startbereit. Verstanden. Mitchell und ich sind in einer Minute da. Schnapp dir ein paar Granaten und absolviere den Trainingskurs. Bei variablen Granaten kannst du sofort den Typ wechseln, je nach Bedrohung. Aktiviere die Konsole. Wirf eine Warngranate! Und drücken Sie F für Granatwechsel. Blend, EMP. Ach, das steht auf der Waffe. Okay. Auf der Granate drauf, okay. Schieß durch Wände, um diese Ziele zu. Auf EMP wechseln und die Drohnen ausschalten. Wirf eine intelligente Granate und visiere ein Ziel an, um sie zu lenken. Ach, die falsche Taste. Intelligent. Okay. Gut, mach's nochmal, diesmal als richtige Herausforderung. Aktiviere Granatentraining. Okay. Dann. Wir sollen jetzt aber alles. Nochmal die Warngranate einsetzen. Die Warn. Und EMP. Keine Primärgranaten mehr. Jetzt wieder. Training abgeschlossen. Ihre Leistung war Durchschnitt. Durchschnitt trifft's ganz gut. Also los, wir müssen den Simulator nochmal starten. Die Exomark 3 Demonstration startet in 5 Minuten im Atrium. Pass auf, Ions wird uns zusehen. Diesmal gehe ich vor. Aus.
ausrüsten. Was gibt's denn hier für coole Dinger? Was kann das? Kann ich die auch testen? Ja. Sniper. Schwierig. Was ist die andere gewesen? Ach, witzig. Ja, großer. Lass mich doch mal gucken, was du hier Schnuppliges hast. Schalldämpfer. Die war ganz cool. Was ist das? Gefällt mir aber auch richtig gut. Aber was für Nahkampf und was für Fernkampf? Ja, nicht so frech. Joker, wir kommen hoch. Schalte die Simulation diesmal auf Angriffsmodus. Verstanden. Es kann losgehen. Bereite Angriffsmodus vor. Simulationsstart in 3, 2, 1. Okay. Ausführen. Ich gehe vor. Meine Richtung. Da kommen sie! Ausschalten! Kontakt. Setz den Overdrive ein! Erstmal doch mal wieder eine hier für Nahkampf. Gehe über das Wohnzimmer rein! Schlafzimmer durchsuchen! Kontakt! Ach Gott. Wie willst du die denn erkennen und unterscheiden? Mr. President, wir sind hier, um Sie zu retten. Ich brauche Ihren Authentifizierungscode. Alpha Zulu Tango. Bestätigt. Bleiben Sie hinter uns. Los geht's! Atlas 01, Achtung! Wir registrieren eine große Einsatztruppe, die sich der Position nähert. Verstanden, Prophet. Strudel! Setz deine EMPs ein! EMP. Wohin? Da. Setz deine Angriffsdrohne ein. Drohne einsetzen? Ah, warum sind wir denn nicht hinter der Mauer? Aber ein lustiges Spielzeug. Hallo. Noch jemanden. Das Fahrzeug da hinten, oder was? Kriegen wir den nicht da durch? Dann machen wir einen Präzisionsschuss. Was mache ich mit dir da hinten? Bereich gesichert! Immer weiter! Und das Fahrzeug?
Wolf spielen. Prophet, wir nähern uns der nördlichen Zugangsstraße. Benötigen sofortige Evakuierung. Verstanden, Atlas 01. Evakuierung ist unterwegs. Weiter, weiter! Schaff den Präsidenten rein. Mach es diesmal richtig! Prophet, das Paket ist sicher. Verstanden, Atlas 01. Verstanden, Prophet. Also gut, verstanden. Setz deine intelligenten Granaten ein. Setz dein Schild ein. Ein Schild, und was bringt uns das jetzt? Wir ja einen Experten vor uns. Er entwickelt sich, Sir. Er ist bereit für echte Einsätze. Gute Arbeit, Junge. Willkommen bei Atlas. Willkommen, Kevin Spacey. Das war gar nicht mal schlecht. Gefällt mir richtig gut. Okay, 2 Punkte noch zum Verteilen. Die wir in Nachladen, glaube ich, erstmal reinpacken und dann ich werde das hier oben alles ausbauen, bevor ich die anderen Sachen mache. Panzerung und Erkennung. Nee. Schneller nachladen heißt weniger Feinde. Alles klar. Und dann bis gleich.